und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Strickeria. Ich bin Alicia, ich begrüße euch auf meinem Kanal und in einer neuen Folge, ich weiß gar nicht, die wievielte es ist, es war wieder eine etwas längere Pause und ich freue mich, dass ihr die Zeit habt und dass ihr Lust habt einzuschalten und wieder mit mir meine neuesten, ja, fertigen Sachen, was ich auf den Nadeln habe und vor allem auch, was ich gerippelt habe, das mit mir zu teilen. Ja, ich habe jetzt in den letzten Wochen ganz, ganz viel Schönes erlebt. Es gibt ganz viel zu berichten und zu erzählen. Heute Morgen hatte ich total Lust aufzunehmen und sowohl mein iPad als auch mein Mikrofon hatten komplett den Saft rausgelassen. Also mit wahnsinnig viel guter Laune und nicht so richtig gut vorbereitet nehme ich jetzt heute einfach mal für euch auf. Das Ganze auch vor meiner Spätschicht. Ich werde also sicherlich abends dann einfach weiter aufnehmen und bin wie immer aufgeregt und habe aber ganz, ganz viele schöne Sachen euch zu erzählen und zu zeigen. Und ja, ihr seht so ein bisschen im Hintergrund, ich habe eine wunderschöne Rose von der Arbeit geerbt. Die ist dort aus irgendwelchen Sicherheitsgründen nicht mehr erlaubt auf dem Fensterbrett, habe ich total gerne mit nach Hause entführt. Und hier seht ihr meinen endlich fertigen Übergangsmantel von Gertie, der Swingcoat. Und ich habe euch heute Morgen mit Hilfe meines Ehemannes ein ganz, ganz kleines Video aufgenommen, wo ihr einfach mal seht, wie das Ganze an mir sitzt, wie die Passform ist, wie er geworden ist. Ich habe mir ja sehr, sehr viel Zeit gelassen. Ich würde behaupten, das hat jetzt genau ein Jahr gedauert, das Projekt. Und es ist ja ein Wollflanellmantel. Ich hatte auch ja, den Sommer über überhaupt gar keine Lust, was daran zu machen. Oder es gab immer so ein paar Etappen im Projekt, die sich ein bisschen schwieriger angefühlt haben, wo ich gesagt habe, nee, da gehe ich jetzt noch nicht ran, nur in Ruhe, nur wenn ich wirklich Lust habe. Aber hier jetzt erstmal für euch das Ergebnis von meinem Swingcoat. Ja, wie ihr wisst, hatte ich ja bislang schon mal ein Schnittmuster von Gertie, was sie als Mantel herausgegeben hat. Ich meine, es ist der Princess Coat. Ich blende euch auch noch Bilder ein. Und ich habe diesen Mantel, den man ja, man kann ja bei Gertie immer alles abwandeln. Also man kann aus dem Mantel auch eine reine Weste machen. Und diese Weste hatte ich mir mal mit Stoffresten vorgenommen, um einfach mich so ein bisschen ranzutasten. Das war für mich eine sehr, sehr spannende Sache. Ich hatte zu dem Zeitpunkt von Gertie ein Pyjama gemacht. Blende ich euch auch ein. Den habe ich dann gleich zweimal gemacht und das Oberteil von dem Pyjama hat sich bei mir als Lieblingsoberteil herausgestellt. Ich habe das inzwischen, ja, trage ich das auch mal so, zum Beispiel zu meinem ja, selbst ausgedachten Bleistiftrock. Da ziehe ich gerne in Weiß dieses Oberteil drüber. Und ich habe mir ganz hübsche Baumwollstoffe inzwischen gekauft. Einer ist schwarz und hat ganz zarte weiße Punkte. Da wird dann noch ein Oberteil daraus und das finde ich, kann man also wunderbar im Alltag auch über einer Jeans tragen oder vielleicht jetzt auch im Winter über, unter einem kräftigen Blazer oder so. Es ist armfrei, es ist luftig, es ist weit geschnitten und trotzdem tailliert, also es ist irgendwie total meins und ich behaupte, wenn man es auf der Straße trägt, sieht nicht gleich jeder, dass es ein Nachthemd-Oberteil ist, ein Pyjama-Oberteil. Ja, und jedenfalls bei der Weste, da haben sich für mich schon gerade auch so im Kragen, habe ich so ein bisschen gemerkt, worauf es drauf ankommt.
Ich hatte damals die Tendenz, dass ich Angst hatte, dass die Sachen zu weit werden. Das heißt, ich habe die Nahtzugaben nicht richtig eingehalten. Und beim Kragen bedeutet das, dass die Linie, die, sage ich mal, hier sitzt, ich hoffe, ihr seht das, also diese Linie, wenn ich die Nahtzugabe nicht einhalte, dann rutscht diese Linie hoch. So, das heißt, ich hatte dann wie so einen geknickten Nacken und habe dann gemerkt, okay, eine Nahtzugabe ist ernst zu nehmen, die sollte man einhalten. Ja, und dann bin ich an den Swing Code gegangen und der Swing Code ist, finde ich, ein einfaches Schnittmuster. Was eine Herausforderung ist oder was Besonderes ist, ist, wenn man das Innenfutter in den Mantel einnäht und da nimmt ein Gertie halt ganz, ganz toll an die Hand, weil sie ein Video hat, auf das man dann Zugriff hat. Sie hat diesen Patreon-Account. Patreon ist eine Online-Plattform, auf der Künstler oder sie eben als kreativer Mensch Inhalte hochladen kann. Und den Swing-Code, den beschreibt sie in einem Video, da geht sie Step-by-Step alles mit einem durch, weil ihre Schnittmuster sind auf Englisch, die sind gut zu verstehen. Aber wie man einen Ärmel in einen Mantel einsetzt, das ist, würde ich sagen, wirklich was für Fortgeschrittene. Und es ist überhaupt kein Problem, wenn man sich das Video in Ruhe 2-3 Mal anschauen kann und dann einfach genau das nachmacht, was sie macht. Das hätte ich mit der Anleitung alleine nicht geschafft. Und mit Gertie zusammen ist es kein Problem. Und wenn man ein Vintage-Fan ist, sie ist ja immer auch ganz hübsch zurechtgemacht und da hat man echt eine sehr besondere Zeit mit ihr am Nähtisch. Ja, also kann ich nur wärmstens empfehlen. Und den Stoff für meinen Mantel hatte ich damals im Internet gekauft. Ich habe mich da auch so ein bisschen auf die Grammmengen der Stoffangaben konzentriert und habe dann für mich festgestellt, es ist ein Stoff, den ich für eine leichte Hose verwenden würde. Eventuell noch für eine Bluse, die ein bisschen Stand braucht, die vielleicht eine besondere Raffung hat, die auch so von alleine sitzen soll. Als Übergangsmantel ist es mir ein bisschen zu dünn und ich habe mich aber bewusst entschieden, zwischen Außenstoff und Mantelfutter nicht nochmal ein Innenfutter reinzumachen. Damit hätte ich den Mantel wärmer machen können. Und das war mir dann zu viel. Also da habe ich mich irgendwie nicht rangetraut. In Zukunft werde ich aber bestimmte Stoffläden auch aufsuchen und mir das alles mal genauer anschauen. Es gibt auch so viele schöne, stretchige Stoffe, die Schweiß oder Wärme gut nach außen transportieren, wo man nicht schwitzt. Und das ist so ein bisschen die nächste Herausforderung. Und den Swing Code kann man auch als kurze Version machen und den werde ich auf jeden Fall nochmal machen, weil ich bin mit dem Ergebnis super zufrieden. Es hat Spaß gemacht und jeder, der näht, weiß, wenn man so ein Projekt hat, was auch meinetwegen ein Langzeitprojekt ist, was einen lange begleitet, wenn man sich nicht unter Druck setzt, es ist einfach was Besonderes. Und ich habe für mich auch festgestellt, ich bin nicht der Sommernäher. Also jetzt Herbst, Winter, wo so eine Gemütlichkeit aufkommt, da setze ich mich gerne öfter an die Nähmaschine. Ja, und das war es eigentlich so zu dem Mantel erstmal. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich heute total schnell spreche für meine Verhältnisse. Ich bin wirklich so gut gelaunt und so aufgekratzt. Ich hoffe, es ist euch nicht zu hektisch mit mir. Ja, ich habe ganz viel geribbelt in letzter Zeit. Ich schaue mal, dass ich euch noch ein kleines Bild einblende von meinem schwarzen Cardigan aus der Aulefoss Lopi. Es hat mich viel Überwindung gekostet. Ich habe den Mantel, so wie er war, an der Stelle komplett geribbelt. Das war relativ viel Arbeit, weil dieses kurze Stück eben das Stück ist, wo man nach einer Maschenprobe für Raglan von oben die Berechnungen macht, wo man hier und da immer mal schaut, sitzt es noch, was möchte ich anders haben. Ich habe viel Zeit für die Zöpfe investiert, da bin ich noch nicht so schnell. Also das dauert dann einfach, das ist eher so ein gemütliches Projekt, das ist nicht so zack, zack,
gerade rechts gerade weg. Ja, und jetzt ist es so, ich hatte euch erzählt, dass ich eine Stoffwechselkur angefangen habe. Die hat mir sehr, sehr gut getan. Und jetzt im Moment sind schon 8 Kilo weg, über die ich mich wahnsinnig freue. Aber tatsächlich habe ich auch im letzten Jahr, ich habe mir Bleistiftröcke genäht. Ich habe ja, also einiges, was fertig ist, wo ich jetzt tatsächlich denke, Wahnsinn, das wird bald nicht mehr passen. So, also entweder ich muss dann alles umnähen und mich der Herausforderung stellen, aber ich bin tatsächlich im Moment so ein bisschen traurig, dass jetzt so vieles, was ich selber gemacht habe, dann einfach zu groß wird. Genauso wie mein Twinset, meine Jacke über dem Oberteil, also die schlackert tatsächlich. Da werde ich sehen, ob ich am Ärmel oben Sachen abnähen kann, dass alles ein Stück hochrutscht, weil jetzt gefühlt die untere Hälfte des Arms, also die sitzt gefühlt am Bauchnabel statt unter der Achsel, wo sie hingehört. Ja, und das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich so viel abnehme und auch noch mehr abnehmen möchte. Und dass ich aber Sachen habe, die ich selber gemacht habe, die dann nicht mehr passen. Jeder freut sich, wenn er eine Größe kleiner kaufen kann. Und ja, aber so ist es, wie es ist. Das war der Grund, warum ich diesen Mantel geribbelt habe. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich habe jetzt nämlich schon wieder eine andere Idee damit. Der Mantel wird so fest und so kräftig. Ich möchte einen hohen Steg als Kragen machen. Und ich möchte den als Zopf sozusagen, also ich möchte den Kragen, den man dann quer trägt, möchte ich von unten nach oben längs als Zopf hochstricken, den dann quer nehmen, Maschen aufnehmen und dann nochmal mit der Raglan-Einteilung beginnen. Die Wolle ist so dick, das wird ziemlich, ziemlich schnell gehen. Und ich glaube, dass ich dann noch eine bessere Passform habe, weil da muss man wirklich genau schauen, wo möchte man hin. Und ich finde es gar nicht mal so leicht, einen Mantel zu nähen, der eben so ein bisschen, einen Mantel zu stricken, der ein bisschen Spielraum braucht für den Pullover, der da drunter ist. Oder einen kräftigen Schal werde ich jetzt darunter nicht tragen, weil ich möchte halt diesen Stehkragen haben. Aber da freue ich mich, dass ich jetzt irgendwie sage, nee, es ist in Ordnung. Ich habe jetzt noch eine viel bessere Idee als die ursprüngliche Idee, die ich hatte. Ja, dann habe ich euch schon vor einer Weile das Knitflix-Buch gezeigt. Ich habe euch auch noch gar nicht so viel dazu erzählt, weil wir kennen alle Thorsten und wir wissen, was für tolle Anleitungen er schreibt und wie toll er erklärt. Und ich hatte euch gesagt, dass ich die Shadow and Bone Socke angefangen habe. Ich zeige sie nochmal im Original. Hier ist der Hirsch der Hirsche. Ja, und es hat sich nichts geändert. Das Buch ist immer noch toll. Die Anleitung ist immer noch toll. Ich habe die Socken, die ich euch letztens gezeigt habe, die habe ich kompromisslos geribbelt. Das hat vom Colorwork-Part am Schaft hat das vorne und hinten nicht funktioniert. Ich habe eine Lösung gefunden, denn ich war ja im Colorwork-Workshop von Thorsten. Und Thorsten hat gesagt, wenn man Colorwork strickt, muss man eine bestimmte Prozentzahl an Maschen zunehmen, damit es nicht zu eng wird. Also das heißt, wenn ich grundsätzlich für so eine Breite 20 Maschen bräuchte, dann muss ich eben diese 20 Maschen davon einen gewissen Prozentteil zunehmen, damit ich auf dieselbe Breite komme, weil das Colorwork sich so zusammenzieht. Dann habe ich einen zweiten Socken angefangen. Ich habe extra nochmal eine andere, besondere Wolle bestellt. Zweifarbig, also zwei Unifarben, zweifarbig. Und ich hatte beide Socken fertig.
und habe dann festgestellt, dass ich am zweiten Socken, also den, den ich als zweites gemacht habe, dass ich am Schaft einen Mustersatz vergessen habe. Ja. Ich habe jetzt zwei wundervolle Socken, die toll geworden sind. Und in einen kommt man rein und in den anderen nicht. Und ich habe mich wirklich wahnsinnig geärgert, weil es mir auch darum ging, dass Bastian die Socken ganz, ganz schnell bekommt. Und es ist, wie es ist. Ich habe die Sachen auf die Seite gelegt. Ich versuche mich nicht darüber zu ärgern. Da ist schon jetzt, es sind ja jetzt schon in 4 Socken, ist schon so viel Liebe reingeflossen und es hat alles Spaß gemacht und mich ärgert einfach nur, dass Bastian noch keine Socken hat, die er zu Hause anziehen kann. Aber man kann es nicht ändern und da denke ich, ist egal, wie lange man schon strickt, professionell ist, wer dann sagt, ich habe die Geduld, irgendwann kommt die Zeit, dann mache ich es wieder auf, dann fange ich von vorne an. Und ich bin jetzt schon weit gekommen, ich musste mich nur so ein bisschen erstmal wieder abreagieren. So. Ja, und zum Netflix-Buch gibt es noch was ganz Schönes zu erzählen. Und zwar habe ich mir dieses Buch, also bevor Thorsten verkündet hat, dass dieses Buch erscheinen wird, hatte ich es schon bei Amazon vorbestellt. Ja. Ich bin ja eine der größten Fans von Thorsten. Das Einzige, was noch fehlt in meinem Exemplar, ist die Widmung. Und bislang hatte ich noch keine Zeit, nach Köln zu fahren. Ich werde auch nicht nach Büsum fahren, schweren Herzens, was dieses Wochenende ist. Und ja, wie ihr seht, ich habe 2 Exemplare. Und das liegt daran, dass ich ein Exemplar von Thorsten zugesandt bekommen habe. Er wusste nicht, dass ich meins schon lange vorbestellt habe und ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut. Und es ist ein sehr, sehr schönes Geschenk und selbstverständlich werde ich dieses Exemplar, das zweite, das neue, für euch verlosen. Sollte es der Zufall wollen, dass ich ihn sehe, bevor ich dieses Buch verschicke, dann wird es natürlich für den Gewinner eine Widmung geben. Das ist so ein bisschen das, was ich mir wünschen würde, dass ich ganz, ganz bald mal zu Thorsten fahren kann. Aber da muss ich noch ein bisschen spontan sein. Es ist einfach ja, immer weniger Zeit, als man denkt. Was ich mir wünschen würde, wenn ihr dieses Video seht, um am Gewinnspiel teilzunehmen, ihr müsst über 18 sein. Dieses Gewinnspiel ist nur von mir. Das hat mit YouTube nichts zu tun. Und ich möchte euch bitten, mir einen Kommentar zu schreiben. Und der Grund, warum ich Thorsten so mag, ist, dass er mich mit seinen Videos 2020 zu Hause mit meinem Hobby total abgeholt hat. Und wir alle wissen, wie informativ er ist, wie gut recherchiert er ist. Ich bin im Moment am Überlegen, ob ich einfach nochmal von vorne anfange mit seinen Videos, weil die auch nicht alt werden für mich und man bestimmte Sachen dann auch wieder vergisst. Mich würde freuen, wenn ihr mal schreibt, wie so eure Beziehung zu Thorsten ist. Was er euch gibt, wenn ihr seine Videos schaut, welche wichtigen Infos ihr von ihm habt. Und auch wenn er das vielleicht nicht möchte oder ihm das unangenehm ist, ich fände es schön, wenn hier unter diesem Video so eine kleine Lobhudelei für Thorsten entsteht, wenn ihr einfach mal schreibt, wann habt ihr ihn zum ersten Mal gesehen, welche Projekte habt ihr durch ihn angefangen oder wart ihr schon in 1, 2, 3 Workshops von ihm und könnt manche Sachen vielleicht erst durch ihn. Ja, schreibt mir das doch einfach. Es wird dann wieder eine ganz klassische Auslosung geben mit dem Comment Picker und ja, ich denke, das wäre einfach mal so ein kleines Geschenk für Thorsten, der sich das dann auch durchlesen kann, was hier los ist und ja, einfach mal so eine kleine Wertschätzung für einen unserer wichtigsten YouTuber in der Community. So, dann habe ich 2 Sachen auf den Nadeln gehabt und ich fange mit dem an, was fertig ist. Da ich heute kein Mikro habe, klebe ich hier am iPad. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Und ihr wisst alle, dass die liebe Miriam vom Etsy-Shop Wolle Profi mir unfassbar viel Wolle zur Verfügung gestellt hat von der Rami Deluxe, die ich mir aussuchen durfte.
Und ich durfte mir auch die Farben aussuchen und ich hatte vor, einen so ein bisschen retro-inspirierten Cardigan zu stricken. Ich habe dann relativ lange Anlauf gebraucht, weil ich glaube, im März oder April hatte ich die Wolle schon. Und ich habe dann erst Ende des Sommers angefangen und jetzt ist er fertig geworden. Ich kann nur reden, wenn er nicht vor meinem Mund ist, weil ich habe ja heute kein Mikro. Aber ihr seht hier am Rand, ich habe ja mit diesem Teil angefangen. Also hier habe ich angefangen und dann habe ich, als ich hier war, ich meine, eine Reihe glatt rechts gestrickt statt patent, damit diese Anschlagskante, die ich genommen habe, weil ich keinen provisorischen Maschenanschlag gemacht habe, damit die hier auch entsteht. Dann habe ich dieses Stück oder sagen wir mal das hier, habe ich dann außen rangestrickt. Ich habe also den sozusagen versucht, im Raglan-Modus ab dem Kragen mir selber auszudenken und bin ehrlich ganz schön begeistert, wie es geklappt hat, weil das Halbpatent habe ich erst durch Susanne Sommer, durch den Karl 2020 gelernt und sie hat so tolle Videos gemacht zu diesem Karl. Wenn ihr das Tuch schön findet und damals keine Zeit hattet mitzumachen, dann kann ich euch nur raten, das einfach nochmal nachträglich zu machen, weil man ganz, ganz viel lernt über dieses Tuch. Ja, und dann ist es so, das Halbpatent, finde ich, trägt immer ein Stück weit auch auf. Und da war mir ganz schnell klar, das möchte ich am Ärmel nicht. Ich habe dann also hier mit einem Perlmuster gearbeitet. Und jetzt, wo die Jacke fertig ist, ich finde, die Rami Deluxe ist perfekt für Halbpatent, weil die sehr weich ist und die nicht so schwer ist. Und jetzt, wo die Jacke fertig ist, würde ich sagen, auf dieses Stück hier könnte man verzichten. Ich habe gedacht, dass der Kragen etwas weiter oben sitzt, aber im Prinzip sitzt er jetzt hier und diese Schulterpartie, die hätte kürzer werden können. Und ich werde euch heute Abend nochmal ein Video, ein Tragevideo aufnehmen. Mir gefällt er wahnsinnig gut. Ich finde, er sitzt toll. Ich habe es auch geschafft, hier vorne in dieser Farbe, im Bereich der Oberweite, mit verkürzten Reihen nochmal so ein bisschen mehr Platz zu schaffen für die Oberweite. Hätte ich vielleicht lassen können, weil, wie ihr im Video sehen könnt, ist die Jacke jetzt vorne etwas länger. Ich finde, dass es aber ganz toll aussieht. Und ich werde mir noch eine kleine Holznadel kaufen, eine Tuchnadel, mit der ich dann den Cardigan vorne verschließen kann, weil ich wollte auf jeden Fall keine Knopflöcher und wollte diesen Rand. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Es ist ein einfacher Knötchenrand und ich finde, zum Halbpatent sieht der ganz, ganz toll aus. Kann man nach dem Waschen dann auch noch mal ein bisschen darauf achten, wie der sich spannt. Aber mir gefällt der sehr gut und hier das kleine Video dazu. So, ich habe inzwischen die Bücher von Thorsten wieder weggestellt und ich habe am Bücherregal zwei Bücher gefunden von Alice Starmore, die inzwischen eingegangen sind bei mir zu Hause, die ich durch die Liebe. Ja, ich erzähle es euch heute Abend. Ich möchte euch diese Bücher heute Abend ganz in Ruhe zeigen. Dann ist auch mein Mikrofon aufgeladen. Und jetzt wollte ich euch noch meinen allerersten Colorwork Cardigan zeigen und möchte euch zeigen, wo ich bin. Das Ganze ist ein Drops-Projekt mit der Lima-Wolle. Und ich sage euch noch mal ganz kurz, was es ist. Es sind 65% Wolle, 35% Alpaka und es sind 100 Meter auf 50 Gramm. Die Nadelstärke, die hier angegeben ist, sind 4 mm. Und genau damit strickt man diesen Cardigan auch. Ich habe natürlich meine Lieblingsnadeln, meine Lücke. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Auf jeden Fall sind es die
sind es die chromfarbenen. Hier sieht man auch, wie die sich ein bisschen verfärben. Und inzwischen habe ich mir das Tuch nachbestellt, mit dem man das nochmal so ein bisschen aufpolieren kann. Das hatte ich bei der Bestellung vergessen, bei der ursprünglichen. Ja, und jetzt zeige ich euch erstmal, wo ich bin. Hier ist meine erste Rundpasse. Hier ist in der Mitte der sogenannte Steak, den ich bei Thorsten gelernt habe. Und der Pullover hat schon beide Ärmel. So sieht das aus. Und ich habe noch ganz viel Wolle und habe auch hier mit verkürzten Reihen gearbeitet. Das ist mir immer ganz wichtig, dass so eine Jacke hinten nicht wesentlich länger ist als vorne, außer es ist ein Designelement. Das ist hinten. Ich finde ja dieses eine Schaf so süß, was halt ein bisschen größer ist. Total toll. Ja, und ich muss unbedingt noch was zu Drops sagen, weil ich im letzten Video gesagt habe, dass die Anleitung sehr kompliziert ist, dass ich die Anleitung im Vergleich mit anderen Anleitungen nicht gut finde. Und ich habe beim Stricken von diesem Projekt, ich habe so viel Spaß gehabt und ich musste mich reinlesen, ich musste mich dran gewöhnen, aber ich habe beim Stricken mir gedacht, es entsteht sowas Schönes, woran ich so viel Freude habe, was funktioniert. Es ist ja nicht so, dass diese Anleitung Fehler hat, sondern sie ist einfach nur, ich musste mich ein bisschen rantasten. Und auch wenn ich mich nicht rechtfertigen oder nicht entschuldigen muss, aber ich kam mir sehr undankbar vor, eine Anleitung zu kritisieren, die kostenlos ist. Und ich habe mir wirklich an die Nase gefasst und habe gedacht, das kann es nicht sein. Drops hat ganz tolle Wollqualitäten. Also ich bin bislang sehr zufrieden mit dem, was ich ausprobiert habe. Und alleine diese vielen kostenlosen Anleitungen, alleine die Inspiration, die man dadurch bekommt, finde ich toll. Ja, und ich habe mein allererstes Colorwork-Projekt gemacht. Ich habe richtig Blut geleckt. Ich werde in Zukunft wesentlich monogamer unterwegs sein und mich auf eine Sache konzentrieren können. Mein nächstes Projekt, das habe ich euch schon gezeigt, was ich machen möchte. Zeige ich euch heute Abend auch nochmal. Ja, und es kann nicht sein, einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Es kann nicht sein, dass man etwas umsonst bekommt und sich dann im Podcast hinsetzt und sagt, ja, das finde ich blöd. Also das gehört sich einfach nicht. Und das wollte ich nochmal sagen, dass ich mir da sehr undankbar vorkam und dass es so auch nicht mehr vorkommen wird. Ja, also ich bin nach wie vor ein Drops-Fan und musste mich, wie gesagt, rantasten an die Anleitung, aber zu kritisieren, wenn etwas kostenfrei ist, das finde ich, gehört sich nicht. Genauso wie ich entweder eine Anleitung, die etwas teurer ist, entweder ich kaufe sie mir oder ich lasse es. Aber man muss immer auch akzeptieren, wer diese Anleitung geschrieben hat, was es dieser Person wert ist und entweder man möchte es sich leisten oder eben nicht. Ich finde es ganz schade, wenn Anleitungen als teuer betitelt werden, ja, und die kostet ja schon viel. Und irgendwie finde ich, stimmt da was nicht in unserer Gesellschaft. Wir können in ein Autohaus gehen, wir können uns ein Auto anschauen, wir können für uns sagen, ob wir uns das leisten möchten oder nicht. Aber dem Händler sagen, das ist ja viel zu teuer, finde ich, gehört sich eigentlich nicht. Ist nur meine Meinung und ich habe mich da halt einfach ertappt bei der Anleitung, dass ich gedacht habe, das geht nicht. Du kannst dich nicht in deinen Podcast setzen und sagen, die Anleitung ist blöd. Die ist kostenlos und ich habe ein tolles Projekt dadurch. Und deshalb, ja. Genau, das ist jetzt aber auch genug zu dem Thema. Ich möchte euch heute Abend im Feierabend, wie gesagt, noch zwei Bücher zeigen. Ich habe noch ganz viel Privates zu erzählen.
Wie gesagt, alles nur Positives und vielleicht macht ihr jetzt auch eine Pause, vielleicht müsst ihr auch zur Arbeit und dann nehme ich heute Abend weiter für euch auf und ja, bis dahin habt eine gute Zeit. Ihr Lieben, willkommen zurück. Bei mir ist es inzwischen doch schon Samstag geworden und ich wollte euch gerne einmal dieses Buch zeigen von Alistair Moore. Da habe ich lange gewartet, bis ich es mir bestellt habe und alleine diese Titelbildjacke ist für mich schon der absolute Wahnsinn. Und ich zeige euch die deshalb und ich zeige sie euch jetzt, weil die gerade relativ günstig sind. Ich habe meins bei Amazon gekauft und bin jetzt gerade am Schauen, welches Modell ich euch so gerne zeigen wollte. Ich fand die relativ günstig und ja, ich mag dieses Buch, weil es einfach noch eine kleine Geschichte mitbringt. Hier ist zum Beispiel eine ganz fantastische Jacke. Die Titeljacke würde ich super, super gerne machen und hier sind ja, sehr unterschiedliche Sachen drin. Hier ist zum Beispiel so eine Art, ja, eigentlich schon eine Decke, würde ich sagen. Und ja, ich habe mich in einige Modelle verliebt, die bestimmt nicht ganz so leicht zu stricken sind, wo man schon ein bisschen Geduld und ein bisschen Know-how braucht. Hier ist auch wieder ganz tolles Colorwork mit einem schönen Farbverlauf zusammen. Und das zweite, was ich von ihr erstanden habe, das ist dieses Charts for Color Knitting. Und auch dieses Buch war relativ günstig. Und jetzt sind hier wirklich also so viele Charts drin. Ich suche jetzt mal ein Bild. Hier ist auch wieder eine tolle Jacke. Oder hier so ein Muster. Ja, und dann hat man also hier Charts über Charts über Charts, die einer schöner sind als das andere. Das finde ich auch total romantisch. Und es lässt halt so viel, ja, also es lässt so viel, setzt so viel Fantasie frei, wenn man diese Muster sieht. Ja, ich werde euch diese Bücher verlinken. Ihr könnt ja mal überlegen, ob es was für euch ist. Und gerade dieses Buch, da habe ich total Lust drauf, weil ich jetzt so Blut geleckt habe beim Colorwork, beim mehrfarbigen Stricken. Und ich fände es toll, wenn ich auch weiterhin so ein bisschen so ja auf meiner Schiene bleibe, dass ich für mich Sachen ausprobiere, Sachen einfach mache. Und ich denke, dass man wunderbar auch mit einem, also mit einem Rundpassengestrick beziehungsweise mit einem Raglan-Gestrick da in Zukunft auch weiter mehrfarbige Ideen hat. Also so stelle ich mir das bis jetzt vor. Ja, ich wollte euch gerne noch so ein paar Sachen erzählen zu diesem Kanal und zu mir und was ich so Schönes erlebt habe. Das heißt, ab jetzt kommt nur noch privates Geplänkel und ich hoffe, dass ihr mich gut hört, weil mein Mikrofon ist kaputt gegangen. Ja, ich wollte euch mit dieser Folge erstmal informieren, dass die Online-Stricktreffen jetzt so eine schöne Resonanz bekommen haben, dass ich erstmal, beziehungsweise dass sozusagen die Möglichkeit, sich anzumelden fürs Online-Stricken, die muss ich jetzt leider aufheben. Wir haben das Ganze Ende März begonnen
Und jetzt sind insgesamt 9 Gruppen entstanden, die sich regelmäßig alle 14 Tage online treffen, die miteinander stricken, die miteinander quatschen, die sich austauschen. Und das hat alles relativ viel Zeit und Organisation von meiner Seite gebraucht. Und diese Zeit habe ich mir sehr, sehr gerne genommen. Und es ist immer so, dass ich ja Dinge ausprobiere und einfach mache und dann natürlich auch merke oder erst dann merke, was es heißt. Und ich möchte mir wünschen, dass ich in Zukunft wieder regelmäßiger aufnehmen kann, dass ich wieder regelmäßiger Videos hochladen kann. Und dazu brauche ich einfach Zeit, neben meinem Alltag, neben meinem Haushalt, neben meinen Sachen, die ich stricken möchte. Und deshalb freue ich mich über diese jetzt bestehenden, laufenden, pulsierenden Gruppen, die es gibt. Und es wird jetzt in Zukunft keine neuen Gruppen mehr geben. Jeder der Teilnehmer kann sich dann immer auf der Zoom-Plattform einwählen. Und ich habe jetzt für mich beschlossen, weil das Ganze einfach immer wieder eine permanente Betreuung braucht und auch eine Pflege der Gruppen braucht, dass es sozusagen mit dieser einjährigen Mitgliedschaft von Zoom, dass es sozusagen ein abgeschlossenes Projekt ist. Und dadurch, dass es jetzt mittlerweile 9 Gruppen sind, bin ich gerade dabei, die einzelnen Teilnehmer mal so ein bisschen nach der Region, nach der Postleitzahl zu sortieren. Das war das, wo ich darauf hingearbeitet habe. Und dann können die einzelnen Leute miteinander netzwerken, sich austauschen, können per WhatsApp oder per E-Mail oder eben auch bei Zoom miteinander in Kontakt treten. Aber die Online-Stricktreffen, die sind sozusagen, ich habe ja eine Jahresgebühr bezahlt, bei der man sich dann treffen kann und regelmäßig unbegrenzt miteinander sprechen kann. Und das wird dann ja im März, April so langsam auslaufen, aber dann kennen sich die Leute, dann haben die Leute die Kontakte. Und dann geht es entweder mit der kostenlosen Version weiter oder es entstehen ganz neue Formate. Das wird sich zeigen. Da wollte ich euch nur auf dem Laufenden halten und deshalb gibt es ab diesem Video auch nicht mehr unter dem Video die Infobox, dass man sich dazu anmelden kann. Jetzt ist es sozusagen ein laufender, schöner Prozess und die Anmeldemöglichkeit muss ich jetzt leider wieder zurücknehmen. Und dann ist noch was ganz Spannendes für mich passiert. Ich habe ja im Jahr 2019 das letzte Mal Jobs angenommen, musikalischer Art, und hatte immer einen sehr, sehr langen Vorlauf. Also ich war meistens immer ein Jahr im Voraus ausgebucht. Und ihr wisst ja, dass ich dann im März, wie alle anderen Künstler auch, einfach gezwungen war, einen anderen Job anzunehmen. Und jetzt ist es so gekommen, dass ich in meinem Job ganz, ganz viel Spaß habe, mich sehr, sehr wohl fühle und da angekommen bin auf eine Art und Weise, wie ich sie mir hätte nicht vorstellen können. Ich habe ein ganz tolles Team, ich mag meine Arbeit und es ist nach wie vor so, dass ich vom Gesang nicht wieder leben könnte, weil die Veranstalter alle immer noch nicht wieder mutig genug sind oder auch noch nicht die Möglichkeit haben, genügend zu veranstalten, die Planung aufzunehmen, die finanzielle Verantwortung auf sich zu nehmen. Und ich habe jetzt im Oktober meine 3 letzten Konzerte gegeben, die ich 2019 zugesagt hatte. Und damit ist für mich ein ganz, ganz langer Prozess einer beruflichen Veränderung abgeschlossen. Das heißt, ich bin jetzt keine Sängerin mehr und habe einen ganz normalen 40-Stunden-Job und bin damit sehr, sehr glücklich. Und das bedeutet aber auch, dass ich immer im Feierabend Freizeit habe und dass ich jedes Wochenende Wochenende habe. Und auch das macht mir einfach den Kopf frei und gibt mir die Zeit, einfach hier bei YouTube meinem Hobby und meiner Leidenschaft weiterhin nachzugehen. Ja, und das war für mich auch ziemlich emotional und auch super interessant.
weil ich dann jetzt im Oktober noch mal eine Woche in Koblenz war. Das heißt, ich bin mit dem Auto wohin gefahren, wo ich noch nie war. Ich bin im Hotel eingecheckt. Ich habe mit einem ganz, ganz tollen Orchester zusammen musizieren dürfen. Wir haben 3 Konzerte gegeben. Es hat Spaß gemacht, es war erfolgreich und es war sehr interessant, dass ich das Ganze einfach jetzt aus einer ganz anderen Perspektive sehe und empfinde. Und ja, jetzt ist sozusagen meine musikalische Karriere erstmal abgeschlossen oder ruht erstmal. Man soll niemals nie sagen, aber ich habe jetzt einen ganz klaren Plan, wie mein Leben beruflich weitergehen soll, werde das verfolgen. Und ja, freue mich einfach über die viele Freizeit, die damit einhergeht, weil man als Künstler und als Selbstständiger sowieso ja eigentlich mehr arbeitet, als dass man sich seine Zeit frei einteilen kann. Ja, und jetzt freue ich mich auf eine ganz, ganz schöne Herbst-Winter-Stricksaison. Ich möchte regelmäßig aufnehmen. Ich freue mich, dass es jetzt in den Online-Stricktreffen wird es um die Weihnachtszeit rum ein kleines Strickquiz geben, wo man auch was gewinnen kann. Und ich möchte bestimmte Sachen hier auf YouTube in der Adventszeit vorbereiten und machen. Und ja, freue mich, dass ich jetzt einfach die Zeit dafür habe. Ja, dann habe ich ja im letzten Video auch nochmal mit euch mich so ein bisschen beraten, was den Berliner Winter betrifft. Und ich hatte euch ja im letzten Video mitgeteilt, dass ich den dieses Jahr nicht mache, weil es eben immer wichtig ist, Sachen nur zu machen, wenn man sich damit nicht überfordert oder wenn man sich damit total unter Druck setzt, sondern es soll alles Spaß machen. Und ja, dann kam ja plötzlich der Socktober, den ich immer gar nicht auf dem Schirm habe, weil ich ja nicht so viele Socken stricke. Und dann kam jetzt der Mystery Call von Steven West, wo auch ganz, ganz viele mitstricken. Mittlerweile habe ich bei YouTube die ersten Bilder gesehen, bei Instagram meine ich. Und tatsächlich habe ich Lust, dieses Tuch zu stricken, weil es mir gefällt und weil ich eine Idee habe, mit welchen Farben ich es stricken würde. Und grundsätzlich werde ich bei Mystery Calls immer abwarten, ob mir das Endprodukt gefällt. Also lernen tut man immer was, aber alleine die Farbzusammenstellung, da möchte ich gerne vorher wissen, was ich wo mache. Ja, und wie ihr wisst, also jetzt ist gerade das Wochenende, wo Thorsten in Büsum ist. Und bei Thorsten wird es ja auch einen ganz tollen Karl in Zukunft geben, da möchte ich unbedingt mitstricken. Und dementsprechend ist jetzt gerade so viel los und man macht ja einen Karl, weil man mit anderen gemeinsam stricken möchte und nicht, weil wir YouTuber oder die einzelnen Menschen in der Community, wir wollen uns ja nicht übertrumpfen oder ja, gegenseitig die Zielgruppen wegnehmen, sondern es ist ja ein Miteinander. Und ich finde es toll, dass jetzt der Karl noch nicht angefangen hat, den ich vorhabe. Und ja, deshalb wird es alles noch ein bisschen dauern, bis ich den ausrufe. Ihr könnt gespannt sein. Es ist, glaube ich, eine Sache, die sehr, sehr gut in diesen Winter reinpasst. Und jetzt haben wir auch gerade so einen schönen Indian Summer, wie man sagt. Also so einen tollen Herbst und auch noch so warme Temperaturen. Und ich möchte da wirklich mit meinem Projekt abwarten, mindestens bis Mitte November, bis ich den Karl starte, und es ist ja bald Mitte November, aber es ist halt noch so warm im Moment. Also wahrscheinlich eher Dezember, vielleicht auch erst im Januar, weil der Winter ist ja lang. Aber da werde ich euch dann im nächsten Video auf jeden Fall einweihen, was ich vorhabe, was ich aushecke. Und ja, so waren jetzt eigentlich mal so gebündelt die Infos von mir, auch ein bisschen privat, was in letzter Zeit passiert ist. Und was ich euch jetzt so auf die Schnelle erzähle, ist natürlich ja, auch ein sehr privater Prozess und könnt ihr euch ja sicherlich reinversetzen. Also es ist jetzt so schnell erzählt, aber es ist halt doch eine ganz emotionale Reise auch gewesen. Ja, und ich freue mich, dass ich auch das mit euch teilen kann und freue mich, wie gesagt, auf alles, was da noch kommt. Ich hoffe, dass euch auch dieses Video wieder gefallen hat.
und stricke jetzt erstmal fleißig meinen Colorwork-Cardigan zu Ende. Ich habe euch schon einen Pullover gezeigt von Rowan mit viel Colorwork, den ich anfangen möchte. Und ich bin gerade am Überlegen, mit welcher Wolle ich das mache und mit welchen Farben. Und ja, ich denke, dass ich also ganz, ganz bald wieder aufnehmen werde, um euch auch in diesen Prozess mit einzubeziehen. Das möchte ich jetzt aber hier jetzt nicht einfach noch hinten ranknallen. Und in diesem Sinne höre ich jetzt auf zu quatschen. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich bin gespannt, wer auf YouTube oder auf Instagram von Büsum erzählt, von dem ersten Strickurlaub mit Thorsten. Und ja, lasst es euch gut gehen und bis ganz bald.